Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost Ark. Wir haben einen neuen Skill gelernt, den wir uns jetzt einmal kurz anschauen, bevor wir in den Dungeon betreten. Und es scheint hier ein mittlerer Range Skill zu sein. Ich mache mal hier ein paar Skills raus. Ich habe ihn gerade schon einmal angeklickt. Machen wir hier rein. Erstmal, der Skill hat, habe ich gesehen, 20 Sekunden Cooldown, was natürlich verdammt lang ist. Der wird mir gar nicht angezeigt hier, wenn ich einfach so auf den Skill klicke, ne? Weil ich einfach drüber habe, wie lang Cooldown. Der hat das ganz schön meh. Das heißt, wir hätten Bleed, Use Skill Movement Speed ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man Movement Skill anklicken würde. Weil du, wenn du ihn wirfst, nicht weiter angreifen kannst. Slow Weapon Duration ist plus eine Sekunde, das ist jetzt auch nicht schlecht. Attack Range, ich glaube, das hier wäre ganz nicht schlecht. Das ist zwar AOE Radius nicht so gut, aber du hörst halt beide gleichzeitig. Da kommt halt ein Damage Output. Probier das mal hier bei diesen Splay Golems, bevor ich den dann enter. Ja, 20 Sekunden, also ich glaube nicht, dass das was wird mit dem Buff, mit dem Skill. Schau mal, ob ich hier einen finde. Wo ist denn hier so ein dicker? Und dann nehmen wir auch die kleinen, die reichen auch. Die Sache ist, da ist noch ein dicker. Also wenn du den einen hast, dann musst du da zweimal drauf drücken. Okay, das ist doch scheiße. Nee, das wird nix. Das ist viel zu schwach. Da kommt gar nichts mehr rum. Nee, nee, da finde ich die Waffen, die ich, also die Skillung, die ich momentan habe, wesentlich besser. Ich mag das mit dem... wir haben jetzt noch ein paar Punkte. Habe ich überall alles drin? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Habe ich schon alle auf 7? 7, 7. Den habe ich nur auf 4, ne? Das haben wir auf 7. Den Pull hätten wir. Pull habe ich nur auf 4. Den von unten, den habe ich nur auf 1. What the heck? Cooldown ist schon mal. Doing Skill Use, Gwen's Pull, Immunität, Damage, Push. Dann gehen wir drauf. Cooldown erstmal. So, der war scheiße. Der Charge ist auch blöd, weil du nichts machen kannst. Der ist auch langweilig. Der Kombo ist ganz geil. Den finde ich echt gut. Noch ein Wegwurfangriff. Den finde ich auch nicht so dolle. Den finde ich ganz geil. Nur die Upgrades, die sind nicht so Bombe. Explosion Intensity plus 50% Damage and Knockdown Backsforce. Okay. Der dauert halt länger dadurch, dass ich hast halt weniger. Das ist nicht so geil. Der ist an sich auch nicht schlecht. Und der macht krass viel Schaden. Der Spin wäre an sich auch noch eine coole Sache, fände ich eigentlich. Den finde ich blöd. Der ist zwar cool, weil das halt Movement Skill ist. Muss ich mal gucken, wie das am Ende mit Bossfighten ist ohne das. Aber du bleibst halt überall hängen mit dem Skill und das nervt halt. Also ich punkte jetzt mal die letzten Punkte in. Ich komme, glaube ich, eh nicht wirklich weit. Ich packe mal hier rein. Oh doch, es hat gereicht. Bis auf 7. Kriege ich einen auf 7. Okay. Increase the Skill Stagger Level. Okay. Weak Point. Crit Damage. Warte, wenn ich das tatsächlich auf 7 bekomme, dann probier das doch nochmal hier drauf. Probieren wir das hier. Das ist mit Explosion Inflict 52% Damage and Knockback Foes. Dann bleibt das. So, der ist cool. Na gut, dann wollen wir einmal in den Dungeon rein. Hard Mode natürlich. Ist bei beiden dasselbe, okay. Ja, Matchmaking ging auf gar keinen Fall. Ich brauche keine Teammitglieder. Lastra Forest. Sieht mir aus wie eine Grabstätte. Was natürlich Sinn ergibt. Ist ja auch das King's Grave. Okay, hier kommen die Untoten. Die sind ganz schön schnell, die Untoten da.
Guck mal, da haben wir unsere Pflanze. Ich habe die falschen Skillnotter drin. Der ist schon cool, aber... 20 Sekunden ist einfach ein viel zu langer Cooldown. Das ist das Problem. Sehe ich halt zumindest so. Ich meine, ich habe jetzt schon gesehen, dass... Later Dungeons halt wirklich viel mit Warten ist. Du machst halt 2-3 Angriffe und gehst dann weg. Weil das Game hat keine richtige Klassen-Skalierung gerade für mich. Also mit festen Tank-Klassen und so. Kommen aber ganz schön viele noch. Geld offen, nice. So. War mal ob da. Oh oh. Oh nein, ein Hinterhalt. Und die greift mich trotzdem an, obwohl ich abhauen soll. Hat jetzt aber ganz schön viel Schaden gemacht gerade. Wenn ich nicht gehen will, the seals of terror is engraved. The eagle seal and the sword seal. Become the eagle sword seal. Ich sehe ein Pflänzchen. Shotgun. Noch ein Pflänzchen. Das war ein bisschen zu auffällig. Oh, cool. Ja, wie weit geht das denn hier? Eine Treasure Chest. Das finde ich ganz cool mit diesen Secrets. Weil das hat wirklich nice gemacht. Wann kriege ich denn eigentlich mal diese komische Kackmütze vom Kopf runter? Das sieht halt echt dämlich aus mit diesen Goggles. Kann ich die auch ausblenden? Kein Unterschied. Verstehe ich nicht. Was ist der mit dem Grab? Das sieht verdächtig aus. Komme ich da nicht hin? Tja, warum sollte man auch da hin? Unsichtbare Wände sind nämlich cool. So, dann machen wir mal weiter. Wobei, wir können hier noch links. Oh, danke. So, dann könnte ich da nach links laufen. Climb, climb, climb.
Uiuiui. Ja, ein bisschen müde noch. Obwohl ich eigentlich, glaube ich, 8 Stunden geschlafen habe, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Oh oh, was passiert da? Die Glühwürmchen. Spooky Nebel. You shall not defile this place of peace. Who are you? Oh, oh da, was smart. Yeah. Okay. Wer sagt das? Ah, falsche Taste, was war das denn? Wo habe ich da gerade drauf gedrückt, dass sich das Skill-Menü geöffnet hat? Weil ich habe nicht K gedrückt. Ich habe irgendwo drauf gedrückt, aber ich weiß nicht wo. Ich dachte, ich hätte hier auf das Icon gedrückt, aber... Ach, wenn du rechtsklick... Oh, das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich richtig gut. Ich möchte nach unten laufen. Hab aber nach unten auch nicht so viel Platz. Und hab dann auf den Skill gedrückt. Okay, we got it. Ja, das hat mich fast das Leben gekostet. Weil da habe ich auf einmal ganz schön viel Schaden kassiert, ne? Interessant. Auf jeden Fall gut zu wissen. Dass das ganz schön scheiße so ist. Da bist du ja. Da ist der Ghostie. Ein... Was ist das denn da? Der ist ein Old Book. Nahun's Work Journal. The late great king Lutero decided to seal one of the 7 pieces of the Ark with him in the storm. Construction works of unpredicted scale were carried out, and after his passing, an endless line of knights stood watch over his tomb, wishing to protect their master. Even after his death, I'm also here to protect the thumb with my life. I hope the owner of the Ark will show up, as his majesty always wanted, before all of us turn into mindless wraiths. Ei Laterne Gott. I shall light the beacon for you. Follow the path of the light. Ah, ja, danke. Follow that lantern. It will illuminate the darkness. And guide you to King Lutera's resting place. Cool.
At the end of this test, you will find what you seek. Ja, höchst interessant. Ich muss mir jetzt einen Weg aussuchen. Ich möchte aber gerne beide Wege laufen. Aber erstmal sammle ich die Pflanze da ein. Hier komme ich nicht weiter durch. Ja gut, dann gehen wir halt nach links, ne? Da kann ich dich nicht aktivieren. Overpowered, ne? Ich meine, das ist ja nett gemacht. Wobei ich schon lieber selbst immer kämpfen tue. Strong Lightning. Lass bloß die Laterne nicht fallen. Als würde es da weitergehen. Also gäbe es auch einen Secret Spot. Aber scheinbar nicht. Guck dir mal dies an. Da vorne scheint man irgendwas vorbeigelaufen, habe ich nicht drauf geachtet. Boah, das nervt, aber finde ich echt nicht geil. Ich aber schon echt nicht so dolle. Ich bin halt einfach eher ein Freund von Actually Gameplay als einfach nur 2000 zu drücken. Ich meine, das ist ja nett, aber es geht halt irgendwann zu lange, finde ich. Mein Auge. Ob der andere Glück schneller gewesen wäre? 2, 1, 2, halt genau dasselbe, glaube ich. Da muss ich jetzt wieder dann 3 Spots. Uiuiui. Ob das da wirklich irgendwie einen Spot gibt, der besser ist? Cool. Mo. Leg das da hin. Das im Building looks Wasser gewöhnt. Ui, was passiert denn jetzt? Cool. Deswegen ist ja dieser Dunkelheitscut mit den Outfaden.
weil die sonst zeigen würden, dass hier nämlich einfach nur schwarz ist und nichts ist. Ja, dann nochmal hier in der Mitte, ne? Dass man das immer wieder ablegen muss, geht auch ganz schön nervig. Komm, Bunny, Bunny, Bunny. Komm, Bunny, Bunny, Bunny. Kann ich hier einfach abdüsen? Scheint so. Brauche ich ja nicht mehr Zeit, um euch zu verschwinden. Wow, Echo Fay. Wo kommen Gänchen jetzt auf einmal so viel? Und aber auch keine XP. Ja, ich habe echt eigentlich einen geilen Dungeon erwartet, wo ich Bosse und sowas fighten kann. Follow so Lightning. Bis jetzt war ja nicht so viel. Okay, der eine auf der Geist war cool. Aber auch ein bisschen zu easy. Vielleicht kommt ja noch ein cooler Endboss. Guck mal, ein drehendes Rad. Ich frag mal, muss ich die Laterne mitnehmen? Ich nehme sie mal mit, bevor man sie hinterher vergisst und sie doch wiederholen muss. Moving to the next area. Tomb of the Great King Lutera. Okay. Nice, die komische Laterne ist weg. Hier komme ich hoch, oder? Nee? Kommt man da nicht hoch? Hm. Das ist ja blöd. Ach, geht mir schon auf die Nerven mit den ganzen unsichtbaren Wänden. Aber die Stadt schaut wirklich sehr gefährlich aus. Cool. Ja, das würde ich gerne permanent in 3D sehen. Damit man einfach ein Gefühl für die Größe hat. Genau wie von denen, ich dann irgendwie ein Gefühl dazu, wie gigantisch groß sie sind, weil man das halt sonst halt nicht hat. Wäre einfach schon echt nice, wenn es das gehen würde. Ich meine, jetzt sehen sie halt nicht mehr andersweise groß aus, aber wenn du direkt voll entschließt. Ui. Solar Guardian. Okay, die haben nicht viel HP. Ja, stark. Ah, ein Blümchen. Das sieht schön aus. Fucksaken, warum gehe ich denn so viel? Ach, das kennt man doch. Das
kennt man doch schon aus jeglichen Trailer. Hallo, was soll das denn hier werden? Ja, kann man laufen. Das ist das. Ja, inszeniert sind die Dinger wirklich top-notch. Also da kann man nichts gegen sagen. Die sind wirklich krass inszeniert. Also das ist halt wirklich... Was Inszenierung angeht, sind die halt wirklich auf einem krassen Level. Also das ist halt wirklich schon Dark Souls Level. Wenn nicht sogar noch besser. Scheinbar ist er nicht wirklich so... Ja. Er hat seine festen Punkte, wo der hingreift und alles. Das ist ja ein Firefest. Ich erkenne gar nicht, was das für Viecher sein sollen. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, wie das Viech überhaupt heißen tut. Sind doch tot gerissen. Was sind das denn für Flügelfiecher? Oh, das sieht aus wie eine Falle. Ah, ne, meint. Das sieht nämlich aus, wie wenn da Zacken rauskommen. Aber scheinbar nicht. Zum Glück funktioniert der Elevator noch. Macht, wartet er auf mich. Das ist nicht von dem. Noch mal. Sie gedodged genug. Ah, das hat mich gesehen. Oh, da bin ich jetzt voller Kanerei gekommen. Tschüss. Schnell, ich muss den Schalter betätigen. Chaka, chaka, ching, chau. Jagan. Jagan. Okay. So, wie passiert das da noch, ne?
Kommst du? Guck mal, da ist Wasser. Könnte ich hier doch jetzt noch fischen. Habe ich auch. Invincible? Achso, okay. Das, wahrscheinlich macht das keinen Schaden, weil ich den Boss besiegt habe schon. Das heißt, ich hätte ihn gar nicht mehr ausweichen müssen. Oh, oh, er ist wieder da. Kann ich ja vielleicht zaubern? Scheinbar muss ich nicht weiterlaufen. Achso, der macht dann Feuerground. Okay, get it. Das ist jetzt schon die letzte Phase. Move einer Jagans. Ey, bleibt mal hier oben, ich will meinen Loot haben, ja, ne? The steel barrels are coming down. Sieht cool aus. Gefällt mir. Wie es so langsam ausklingt. Hm. Bisschen zu easy, ne? Das Wasser sinkt weg. Da war jetzt aber kein richtiger Boss, ne? Dafür war der viel zu groß und zu Potato. Oh, hier passiert noch was. Oder? Das ist ja dasselbe wie... Also das Icon ist zumindest dasselbe wie bei dem Dämon letztens, den ich mit dem Laser wegmachen musste. Mit dem Lightning. Lupfel ab. I've been waiting for you, my worthy successor. You have sought me out through the path of the light. I sense an evil aura growing in strength. A vile power threatens to engulf the world in darkness. Behold the light of creation that bound the archdemon Kazaros. I entrust this ark to you. Protect the mortal realm with its power. There are six other arks hidden across the world. You must find them and save the light of the world from darkness. Uh-oh. Warum ist er so groß? Meine Treasure Chest.
Meine Nase juckt, aber ganz schön. War aber ein bisschen zu Potato Easy, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Krasse Waffe hier. Krass, krass, crazy. Ich habe immer noch diese komischen Hörner auf dem Kopf. Ich meine, wieso ist der so groß und King Thymon so klein? Ja, easy game. Das war ja jetzt absolut nichts Schweres. Komme ich hier wieder zurück? Wo muss ich hin? Ich muss wahrscheinlich nach Lutera Castle, oder? Das ist korrekt. Nach Armen. Easy game. Und damit sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen, lasst doch ein Like, ein Abo da. Und vielleicht gibt es beim nächsten Mal einen stärkeren Boss. Finde ich schon nicht gar schlecht. Weil der war jetzt schon ein bisschen Potato Easy und langweilig. Bye, bye. Ciao, ciao.